Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren. Der Innenminister und auch mein Parteikollege Burkhard Lischka haben ja gerade schon gesagt, der Haushalt 2020 ist aus innenpolitischer Sicht sehr gut, hält vieles Gutes vorbei. Mit den 6 Milliarden für den Bereich innere Sicherheit werden viele unserer Forderungen erfüllt, die wir angemeldet haben. Wir bekommen weitere Stellen für die Sicherheitsbehörden. Und besonders die Bundespolizei profitiert mit 1.000 zusätzlichen Anwärterinnen und Anwärtern, die eingestellt werden. Und damit tragen wir unserer komplexen Sicherheitslage im Herzen Europas, da sind wir nämlich in Deutschland, Rechnung. Ebenso wie dem zunehmenden Sicherheitsbedürfnis, das ist schon erwähnt worden, der Menschen in unserem Land. Soweit erstmal die guten Nachrichten. Lassen Sie mich aber die Gelegenheit nutzen, hier zwei Baustellen anzusprechen, die alles andere als befriedigend sind. Denn so zentral es ist, die Sicherheitsbehörden hierzulande im Fokus zu haben, so fahrlässig ist es nicht, über den Tellerrand hinaus zu gucken. Wenn wir europaweit immer vernetzter zusammenleben, stellt uns in der Verbrechensbekämpfung vor immer neuen Herausforderungen. Grenzüberschreitende Kriminalität kann sinnvollerweise nicht nur im eigenen Land verfolgt werden. Und daher wäre es verantwortungslos, europäische Sicherheitsbehörden zu vernachlässigen. Und ich spreche ganz konkret von Europol. Oh. In unserem zunehmend zusammenwachsenden Europa brauchen wir eine funktionierende europäische Polizeibehörde, die die nationalen Sicherheitsbehörden, auch unsere in unserem Land, unterstützt bei ihrem Kampf gegen grenzüberschreitende organisierte Kriminalität und Terrorismus. Deshalb wurden in der jüngsten Vergangenheit die Befugnisse und Zuständigkeiten von Europol erheblich erweitert, genauso wie die parlamentarische Kontrolle durch die Europol-Kommission. Und das haben wir hier im Parlament beschlossen. Paradoxerweise entspricht die Haushalts- und Stellenentwicklung diesem gewachsenen Aufgabenbereich überhaupt nicht. Im Gegenteil, derzeit laufen 300 Stellen bei Europol aus, weil das zukünftige Budget die Finanzierung nicht mehr hergibt. Diese Entwicklung ist sicherheitsgefährdend und darf auf gar keinen Fall so weitergehen. Ich appelliere daher an Sie, Herr Seehofer, darauf hinzuwirken, dass Europol finanziell besser und seinen Aufgaben entsprechend ausgestattet wird. Wir brauchen dringend mehr Stellen und nicht weniger. Der erhöhte Sicherheitsetat der EU darf nicht nur an Frontex-Grenzsicherungssysteme gehen, sondern eben auch zur Bekämpfung grenzüberschreitender organisierter Kriminalität. Und es ist auch Ihre Verantwortung, die Finanzierung von Europol zusammen mit den anderen EU-Innenministern sicherzustellen. Abschließend noch ein Wort zur Bundespolizei. Die internationalen Missionen der Bundespolizei, auch der Länderpolizeien, sind ein weiterer Beitrag Deutschlands zur internationalen Sicherheit. Und es ist absolut richtig, dass im Haushalt 50 neue Stellen dafür vorgesehen sind, denn die Probleme in dieser Welt werden ja nicht weniger, die werden ja eher mehr. Und selbstverständlich haben wir eine Fürsorgepflicht für unsere Polizisten. Und daher ist auch absolut begründet, dass sie jetzt aus Afghanistan aufgrund der aktuellen Gefährdungslage zurückgeholt werden. Die Polizisten außer Landes zu holen, das Kontingent zu reduzieren, ist weitsichtig und verantwortungsbewusst. Es ist mir allerdings bis heute unverständlich, wie das Innenministerium diese Woche beschließen konnte oder letzte Woche, die Ausbildungsmission der Bundespolizei in Saudi-Arabien weiter fortzuführen. Uns Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten ist es sehr wichtig, das politische System dort nicht zu unterstützen. Und daran hat sich nichts geändert. Es schadet unserer Glaubwürdigkeit und als ehemalige Polizistin gesprochen, es schadet auch dem Ruf der Kollegen, wenn sie in einem Unrechtsstaat ausbilden sollen. Und daher mein abschließender Appell, holen Sie die Kollegen aus Riad zurück und beenden Sie diese Mission. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Nächster Redner ist der Kollege Konstantin Kuhle, FDP.